Putin bot seinen unterlegenen Konkurrenten eine Zusammenarbeit an. Bei einem Treffen mit drei seiner Rivalen kündigte er an, die Wand zwischen den Bürgern und den Machtstrukturen abzubauen. Der Milliardär Michail Prochorow schnitt überraschend stark ab. Er landete noch vor dem Ultranationalisten Wladimir Schirinowski auf dem dritten Platz. Jetzt will er eine neue Partei gründen. Wenn die Regierung eine Filiale des Kreml ist, dann will ich nicht für die Regierung arbeiten. Ich habe jetzt eine andere Aufgabe. Wir müssen eine neue Partei gründen. Besonders gut schnitt Prochorow in den Großstädten Moskau, St. Petersburg und Jekaterinenburg ab. Für die Politikwissenschaftlerin ein Hoffnungsschimmer. Sein Abschneiden in Moskau, wo er in fast allen Wahllokalen an zweiter Stelle lag, manchmal Kopf an Kopf mit Wladimir Putin, 37-32 oder 33, zeigen, dass ein moderner, fortschrittlicher Teil der Gesellschaft es für möglich hält, Prochorow zu unterstützen, obwohl er für sie, wie sie sagen, ein Projekt des Kreml ist. Она сочла возможным поддержать Прохорова, даже несмотря на то, что в глазах этих людей он все-таки продолжает оставаться, как говорят в России, проектом Кремля. Der zweitplatzierte KP-Chef Gennady Zyuganov, der zum Treffen im Kreml nicht erschienen war, weigert sich, Putins Sieg anzuerkennen. Я считаю, что нельзя поздравить ни команду Путина. Ich glaube, wir dürfen Putin, seinem Team, dem Land nicht gratulieren, denn mit solchen Wahlen haben alle verloren. Die erzwungenen Ergebnisse und erzwungenen Kundgebungen haben die Bürger Russlands gedemütigt.